Okay, wir setzen fort. Mit dem schlechten Gewissen der Frau nicht geholfen zu haben. Und mit dem Unwissen, nicht zu wissen, was ich tun muss. Oh, vielleicht nehmen wir den offensichtlichen Weg hier rüber. Das wäre natürlich auch eine Option, die wir einschlagen können. May, tell me about Henry. Henry's a nice man. He was friends with my mommy before Stark got so broken. She helped him when he got hurt. She helped him? How? Mommy worked at the hospital. She helped all sorts of people when they got hurt, but she always helped me first. Luna hat den Laptop wieder auf ihrem Schoß liegen, oder? Deshalb. Meine andere Erklärung kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Alright. Now what? Okay, kann ich mir ein Auto schnappen und davonfahren und... Verzeihung! Wer denkt an mich? Irgendein Schoß? What? In this building, I take the lift. Yes! Speicherpunkt for the win! Ich brauche keine Wiederholung. Ich schenke sie dir, May. Ich bin immer hellhörig. Dummfand. Mein drittes Auge ist immer beim Chat. Mit meinem dritten Auge meine ich jetzt nichts Unanständiges. Das ist wie der sechste Sinn. There's no one here. I don't like it. But May seems to know the place. You there? Did you make it? May, can you hold this for a second? Yeah, we're here, as promised. So am I. Your stuff is on the table behind you. Is May gonna be okay here? Where's her mother? I don't know. I wish I did. Anyway, thanks for your help. You're free to go. All right, May. Looks like I have to go. Can you give me my toy back? Look, you sure she's gonna be okay? She just lost her mother. Well, actually, there is something else you can do. We need you to get something for us. Get something? A radio transmitter. A radio transmitter? That's noodle. Why can't you get it yourself? Henry! Henry! Because I can't. Wahnsinn, es ist hell! Es ist so hell und freundlich hier. What is going on? Und sogar ein sauberer Teppich. Das hier ist eine verdammte Luxusvilla, Henry. There's a bow on the table. Take it. It's yours. I used to